Moin Moin! Irgendwie vergesse ich in dieser Reise immer den Tag abzuschließen, weil es ist schon der nächste Tag. Wir sind jetzt hier nördlich von Visby in Hestnast und dort möchten wir uns einen der besterhaltensten Profanbauten hier anschauen. Es war bei Wikipedia als Bauernhaus beschrieben, aber wenn das ein Bauer war, ich weiß ja nicht, was der damals verdient hatte. Zumindest muss er dann ziemlich freier Bauer gewesen sein bei der Konstruktion. Das Gebäude gehörte wohl zu einem Bauernhof und es zeigt die Stilveränderung Romanik, Gotik und es ist im Zuge des 14. Jahrhunderts errichtet worden. Das Gebäude war noch viel größer, es waren links und rechts Anbauten dran. Von außen kann man sich das gut mal anschauen, von innen eher nicht. Das Gebäude ist komplett im Privatbesitz, aber es kann besucht werden. Wir sind jetzt noch ein Stück weiter gefahren nach Bro zu einer Kirche, der ihren Ursprung im 12. Jahrhundert liegt, hat aber zahlreiche Umbauten um 13. und 14. Jahrhundert bekommen, so wie sie jetzt da steht, ungefähr 15. Jahrhundert. Sie soll zahlreiche Kirchenmalereien aus dem Mittelalter und aus dem 18. Jahrhundert in sich tragen. Genauso sind auch hier eingelassen sogenannte Bildsteine aus dem 5. Jahrhundert, wie man es hier sehen kann. Also die Bildsteine sind immer gemeint, das sind Runensteine, wo denn halt denn die aus der Wikingerzeit hier herstammen. Es könnte aber allerdings sein, dass die Kirche wegen Bauarbeiten geschlossen sind. Ja, schade, schade. Die Kirche ist leider geschlossen, so wie ich es schon vermutet hatte. Am Eingang war ein Schild, dass wohl Bauarbeiten in der Kirche stattfinden, aber sie wohl wieder bereit sein soll in diesem Sommer. Hier sieht man das ja auch noch, hier steht ein Kran rum. Also die werden wahrscheinlich so ein leichtes Feuchtigkeitsproblem haben. Aber wir gehen noch mal kurz außen herum. Es wäre natürlich schön gewesen, auch die Bildmalereien im Inneren mal zu sehen. Ist natürlich ein Grund, nochmal nach Gotland zu kommen. Von dieser Seite ist die Kirche eher schmucklos. Die schönere Fassade ist von der Straße aus zu sehen, wo wir auch unser Auto geparkt haben. Weiter geht's auf unserer Kulturtour heute. Wir sind jetzt in Kelunge angelangt und hier wollen wir diese Kirche besichtigen und hoffen, sie ist offen. Der Ursprung liegt genauso wieder im 12. Jahrhundert und er weist einige russische, byzantinische Malereien auf und einiges mehr. Zum Beispiel auch ein norddeutscher Kirchenaltar aus dem 16. Jahrhundert. Wir werden mal reingehen. Ich hoffe, wir können reingehen, weil die Kirche in Bro war ja zu. Ja, leider auch hier in Kelunge können wir die Kirche nicht von innen sehen. Auch diese Kirche ist zugeschlossen. Sehr, sehr schade, weil es sind doch einige sehenswerte Geschichten in der Kirche drin. Und sie ist ja auch natürlich auch sehr viel von der Geschichte geprägt. Wer schon mal auf Gotland war und Kirchen besichtigt hat, vielleicht kann derjenige mal was unten reinschreiben und mal was dazu sagen, wie man diese Kirchen besichtigen kann, auch mal von innen. Sind sie vielleicht nur am Wochenende auf?
oder nur zu den Gottesdiensten. Kann man sie gar nicht besichtigen, aber irgendwie müssen sie ja zur Besichtigung freigegeben worden sein. Weil sonst würde man sie ja auch nicht so schön beschreiben. Jetzt sind wir angekommen, wie ihr gerade lesen konntet, bei den Clinton. Was man auch ohne Probleme mal besichtigen kann. Aber Liz hat bei der Fahrt hierher noch was rausgefunden im Netz. Und zwar, die meisten Kirchen sind ab dem 15. Mai offen. Also das sollte man vielleicht berücksichtigen bei der Urlaubsplanung. Das hatten wir gestern auch schon gelesen bei dem einen Strand, wo wir waren. Dort ist nämlich auch, denn die Saison fängt ab 15. Mai an. Da wir heute den 10. Mai haben, also in 5 Tagen, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gewesen, dass die Kirchen offen sind, sind wir ein bisschen zu früh hier. Leider müssen wir übermorgen schon wieder nach Hause und dadurch haben wir nicht die Möglichkeiten, die Kirchen zu besichtigen. Aber wir schauen uns jetzt hier mal die Clinton an. Hier sollen auch versteinerte Muscheln zu sehen sein. Mal sehen, ob wir welche entdecken können. Und dann soll es näher noch weitergehen zu einem Schiffsgrab, einem ähnlichen, was wir gestern schon gezeigt hatten. Die Schiffssetzung Kjelvars Grav gilt als die besterhaltene Gotlands. Sie ist 18 Meter lang, 5 Meter breit und stammt aus der Bronzezeit. Bei archäologischen Untersuchungen im Jahre 1938 wurde im Inneren ein kleiner Sarg aus Felsplatten gefunden, in dem sich verbrannte Knochenreste und einige Keramikscherben befanden. Laut der Gotha-Sage ist hier Tjerval begraben, der zauberkundig war und die Verzauberung brach, indem er das Feuer auf die Insel brachte. Bis zu dem Zeitpunkt versankte Gotland jeden Tag im Meer, um nachts wieder aufzutauchen. Jetzt haben wir auch eine offene Kirche gefunden, so ziemlich offen, wie man das bei dem Dach sieht. Es ist die Kirchenruine von Ellingsham. Ich schreibe es mal unten hin. Ich weiß immer nicht, ob das auch so richtig ausgesprochen wurde. Zumindest diese Kirche entstand im Zuge des 13. Jahrhunderts. Daraus ist auch noch der Altartisch hinter mir, der überstanden hatte. Und hier das Taufbecken neben mir, da hat man Überreste 1920 noch gefunden. Wann diese Kirche aufgegeben wurde, weiß man nicht so genau, aber man nimmt an, im 17. Jahrhundert. Musik.
Der Dachaufgang ist hier zwar ein bisschen abenteuerlich, aber man hat einen schönen Überblick von oben nochmal auf die Kirche herab oder in die Kirchenruine hinein. Hier sind wir jetzt an einem unserer letzten Punkte an diesem Tage. Einen wollen wir noch, den Jungfrauenfelsen besuchen. Aber hier sind wir fast im nördlichsten Teil von Gotland, in der Nähe von Vastøs. Und da gibt es hier so eine Ruine mitten im Wald. Leider kann ich euch da keine näheren Infos dazu geben, weil hier ist mal kein Schild aufgestellt, mit was sich der Turm hier oder mit welchem Bewandtnis der Turm sich auf sich hat hier. Weil der steht hier mitten im Wald. Für eine schöne Waldwanderung ist das eigentlich auch noch ganz gut. Und Vermutung ist auch, weil hinter mir sind auch noch Felswände, dass die Steine, wo der Turm gebaut wurde, auch aus den Felsen hier geschlagen wurde. Wir gehen noch mal einmal kurz so eine Runde rum um den Turm und dann werden wir uns noch mal aufmachen zum letzten Punkt des heutigen Tages, zum Jungfrauenfelsen. Nach der Besichtigung des Jungfrauenfelsen ging es wieder zurück und wir beschlossen den Abend bei einem sehr schönen Sonnenuntergang. Ich würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo natürlich sehr freuen und natürlich, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil auch wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss! Es ist die Kirchenruine von Ellingshems. Egal, ich schreibe es mal unten hin. Wir gucken uns das nochmal. Wir gehen nochmal einmal kurz so eine Runde rum um den Turm.